Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und heute ist es endlich soweit. Ich wage einen Ausblick auf die anstehende Bundesliga-Saison 2018-2019 und ich habe mir lange überlegt, wie ich das ganze Thema angehen möchte und bin dann zu der Entscheidung gekommen, dass ich es ein bisschen taktisch angehen will und wer wäre da besser geeignet als Gesprächspartner wie Mr. Taktisch himself, Jojo Meyer. Ich begrüße dich herzlich hier bei STR. Hallo Jojo. Ja, vielen Dank, schön hier zu sein. Wobei ich das Lob vielleicht ein bisschen relativieren muss. Also Mr. Taktik ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Ja, ich habe natürlich so ein bisschen mich auf deinen Twitter-Account bezogen, den ich immer sehr interessant fand, den VfB Taktisch Twitter-Account mit den tollen GIFs, die da immer in die Timeline gespielt wurden. Ja, wobei VfB Taktisch, das hat nichts mit mir zu tun. Ach so? Echt jetzt? Nein. Stimmt, ja, jetzt. Das richtig. Ist natürlich jetzt. Jetzt bin ich hier durcheinander gekommen, aber deine Analyse. Nee, das ist, damit habe ich nichts zu tun. Drum will ich auch die Taktik-Sache nochmal relativieren. Okay. Also ich, ja. Nein, aber es ist auf jeden Fall so, dass du auf Twitter immer wieder doch mit dem ein oder anderen interessanten Kommentar auf dich aufmerksam machst. Und das nicht nur bezüglich des VfB Stuttgart, sondern ich fand auch während der WM war das immer sehr lesenswert, was da von dir so kam. Gefühl, dass du jedes Spiel geguckt, würde ich jetzt mal behaupten, oder? Bei der Weltmeisterschaft. Ja, fast schon traurig. Aber nee, nicht ganz alle. Aber man hängt dann halt doch dran. Also man denkt sich ja immer davor, so, naja, WM. Eigentlich, es gibt ja auch viele, die dann immer sagen, ja, nee, das spare ich mir und so eine Kommerz und was weiß ich. Es ist doch eh alles eine Show. Aber dann am Ende hast du halt diese drei Spiele, die schön gelegen sind pro Tag. Ne? Das stimmt, und du hast immer eine halbe Stunde Pause zwischendrin. Das ist dann schon nicht so schlecht. Wie warst du insgesamt zufrieden mit der Weltmeisterschaft? Gab ja viel Kritik, was ja, die ein oder anderen Spieler anging, was die Attraktivität des Fußballs betrifft. Geht's dir da ähnlich oder sagst du, nee, es hat schon was wie so, sag mal, zwei hochklassige Boxer, die sich so ein bisschen abtasten und aufeinander oder darauf warten, dass der andere einen Fehler macht. So in der Art kann man es ja auch interpretieren, das Spiel heutzutage. Das ist eigentlich schon eine gute Beschreibung, ja. Aber ich will mal daran erinnern, dass, ich weiß nicht, 2016, die EM, man hat sie nicht mehr so gut in Erinnerung gefühlt. Und das hat ja auch seine Gründe, weil das war wirklich überhaupt nicht schön. Also wenn man sich da überlegt, klar, bei der WM gab es jetzt auch viele 1-0s, aber damals, das war ja auch ziemlich grottig. Und dann hast du halt schon, du merkst schon, dass sich halt das durchsetzt, was man auch viel sieht. Also gerade wenn man Bundesliga verfolgt, dass du halt eher, naja, einen passiven Spielstil hast. Und dann hast du halt folgerichtig auch den Weltmeister, der das ja, perfektioniert hat und natürlich auch das nötige Spielermaterial hat. Ja, gab genug schöne Momente. Und für VfB-Fans sicherlich auch. Das stimmt. Mit der ganzen Pavard-Märchen-Geschichte. Das ist solange wahr. Man sich noch drüber freuen kann und ohne Wehmut drauf schauen kann. Ja, dann gucken wir gleich mal so ein bisschen, ob wir uns überhaupt dann noch mit Benjamin Pavard zusammen über Siege in der Bundesliga freuen können, 2018, 2019. Und wie gesagt, ich versuche jetzt hier mit dir zusammen so ein Stück weit, ich sag mal, Erwartungen an den VfB Stuttgart abzuklappern und dann letzten Endes vielleicht dann am Ende auch so eine kleine Prognose, wo der VfB landen wird. Vielleicht jetzt nicht ganz genau der Platz, aber so die Tabellenregion. Ich denke mal, darauf wird es dann hinauslaufen. Die erste Frage, die mich jetzt so interessiert und die mir auch so ein Stück weit durch den Kopf geht, bislang sieht ja alles danach aus, dass Taifun Korkut auf ein 4-4-2 setzen wird. Also die Testspiele wurden alle in dieser Formation bestritten. Dann und wann wurde mal ein bisschen umgestellt, aber die Grundausgangslage war immer ein 4-4-2. Überrascht dich das, weil sich eine Dreierkette bzw. eine Fünferkette ja auch anbieten würde und man hätte ja genügend Innenverteidiger, um sowas zu stemmen? Oder siehst du es eigentlich, dass dieses 4-4-2-System das System ist, was am besten zum Kader und zum VfB Stuttgart letzten Endes passt und auch zu Taifun Korkut als Trainer? Also letzteres auf jeden Fall. Also ich denke mal, weil man hat es ja schon gehört vor seinem Amtsantritt auch damals, dass er das auch in Hannover vor allem, also das ist ja im Prinzip die Station, wo man am ehesten daraus Schlüsse ziehen konnte, weil er da länger als nur ein paar Monate war. Mhm. Da hat er ja auch schon viel mit dem 4-4-2 gespielt, glaube ich. Und das ist schon, ich würde mal sagen, für, wie man es einschätzen kann, seine favorisierte Aufstellung. Und man muss halt auch sagen, es hat natürlich letzte Rückrunde phänomenal geklappt. Das waren verschiedene Gründe. Das ist nicht nur, dass es gut gepasst hat, sondern dass halt auch wirklich zugegebenermaßen Glück dabei war. Und ja, man hat sich halt in den Lauf gespielt.
Ich weiß, es ist schwierig, das mit dem Spielematerial für die neue Saison, weil es ist halt eine komplett andere Voraussetzung wie letztes Jahr zum Beispiel oder auch die Jahre davor. Weil man muss halt schon sagen, dass man jetzt, egal auf was man sich festlegt, wobei man sich sicherlich nicht steif festlegen wird auf irgendein System, du hast auf jeder, ob es jetzt Mittelfeld, Sturm, Abwehr, du hast überall, wirst du Härtefälle haben, wo du dir denkst, ah Mist, eigentlich wäre es gut, wenn man den noch einbauen könnte. Und es ist natürlich eigentlich eine optimale Sache, aber es ist auch immer so ein bisschen zwiespältig. Also ich weiß nicht, man hat immer einen Härtefall, wie gesagt. Mhm. Und es ist schwierig. Also mir persönlich, man hört ja auch immer jetzt gerade auch, dass halt eine Fünferkette möglich wäre, gerade weil man halt vier, würde ich mal sagen, überdurchschnittliche Bundesliga-Verteidiger hat. Was sehr interessant wird, wen er da dann letzten Endes wählt. Mhm. Und ich gehe jetzt mal, vielleicht ist es falsch, aber ich gehe jetzt mal hier in der Thematik von dem Pavard-Verbleib aus. Ja. Was ja die neuesten Meldungen eher in die Richtung gehen. Vielleicht ja. Kommen wir nachher noch dazu. Aber dann wäre halt schon die Sache, weil wenn du halt dann eine Viererkette spielst, was jetzt wahrscheinlich die wahrscheinlichere Option ist, muss man trotzdem sagen, dann hast du halt automatisch, also du musst dir mal überlegen, du musst einen Spieltagskader nominieren, das sind 18 Männer, 18 Mann auf der Spieler, das sind 6 auf der Bank, einer ist der Ersatztorwart und dann hast du eigentlich kannst du fast nur ein, maximal zwei Innenverteidiger mitnehmen und meistens muss dann wahrscheinlich einer irgendwie auf der Tribüne Platz nehmen. Ja, das ist schon hart, ja. Das ist hart. Und wenn du dann halt 5 Spieler auf einem Niveau hast dort, also nicht auf einem Niveau, aber die alle zumindest den Anspruch haben sollten. Jeder könnte Bundesliga spielen, so ja, könnte man sagen, ja. Kaminski auch, wenn man da vielleicht Abstriche machen muss, es war jetzt nicht irgendwie eine Katastrophe, als er als Innenverteidiger in der Bundesliga gespielt hat, das ist schon okay, das geht, es ist nicht die Ideallösung, aber es geht. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin bei Kaminski, war ich auch immer noch ein bisschen zurückhaltend, weil er hat dann schon sein Lob bekommen für die Auftritte, die er hatte, aber es war halt auch immer, ich habe mich schon bei anderen Leuten wohler gefühlt, sozusagen. Also, was mir bei Kaminski, was mir bei Kaminski halt eben gefällt, ist, dass er am Ende aber jetzt keine verrückten Dinge versucht. Also er auf jeden Fall. Er macht das, was er machen soll, ihm unterlaufen Fehler. Das sehe ich einem Spieler auch nach, wenn ansonsten das drumherum passt. Also gab es ja auch schon andere Kandidaten, die dann dachten, sie müssten noch irgendwie eine Show abliefern als Innenverteidiger, obwohl die Gegebenheiten nicht so waren, dass man das vielleicht hätte abfeiern können. Also von daher bin ich schon ganz froh, dass wir so einen Kaminski haben, der im Härtefall reinkommen kann. Jetzt lass uns mal konkret werden, was die Innenverteidigung angeht. Wenn wir mit einer Viererkette spielen, da bin ich übrigens bei dir. Ich glaube nicht, dass Taifun Korkut alle Testspiele jetzt mit einer Viererkette bestreitet und dann am ersten Spieltag gegen Mainz plötzlich mit einer Dreierkette um die Ecke kommt. Das würde mich massiv überraschen. Ja. Aber wir gehen jetzt mal von der Viererkette aus. Entschuldigung, man muss wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass es viel von Spiel zu Spiel abhängig ist. Auf jeden Fall. Und wahrscheinlich im Spiel selber auch nochmal. Ja. Es ist immer schwer zu sagen, so generell. Und du hast das ist ja das Schöne, das hast du ja auch schon angesprochen, du hast ja das Spielermaterial, um wirklich immer wieder letzten Endes verschieben zu können und die Aufstellung auch noch während dem Spiel zu optimieren. Also das ist ja auch das Tolle, wenn du zum Beispiel Maffeo hast, da siehst du jetzt, der hat definitiv auch die Qualität, im rechten Mittelfeld zu spielen. Also da kannst du ja immer noch nachjustieren, sage ich mal. Aogo also ich gehe jetzt nicht davon aus, da kommen wir gleich noch dazu, dass er von Anfang an spielt, aber auch mit einem Spieler wie Dennis Aogo hast du mehrere Möglichkeiten. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich denke mal, wenn Pavard bleibt, ist der gesetzt in der Innenverteidigung, oder? Ja, natürlich. Aber wobei man da auch, glaube ich, bedenken muss, ich meine, der kommt, welches Datum war es? 13.8. 13. Ja, ja. Sollte er nominell zurückkommen, falls er dann noch Spieler des VfB ist. Und dann hast du 5 Tage auf Rostock, das reicht nie. Und dann hast du dann wahrscheinlich den ersten Spieltag wird auch knapp und dann hast du da schon eine Innenverteidigung, die schon 2 Pflichtspiele hinter sich gebracht hat, ohne ihn. Ja, ja. Und es ist schon vorgekommen, dass jemand nach so einer WM, nach so einer langen oder gerade auch einer erfolgreichen und dann jetzt bis 13.8. ist noch Urlaub und Feiern oder was weiß ich, dann musst du auch erstmal reinkommen. Also ich denke, dass Pavard natürlich die Klasse hat, das locker zu überwinden, ist klar, aber
so für die ersten Spiele kann es schon auch ein bisschen Hindernis sein. Das stimmt. Also würde ich da nicht unbedingt mit ihm. Was ich natürlich auch noch interessant finde, ist, sollte es wirklich so kommen, dass Pavard 2019 zu den Bayern wechselt und das wird vorher kommuniziert, dann bin ich der Meinung, muss er auch vorsichtig sein, was du jetzt mit Baumgartl machst. Also das ist ja auch ein Spieler, der schon eine gewisse Qualität mitbringt und den jetzt dann vielleicht in der Saison nur 20 Mal oder weniger einzusetzen. Ja, also wenn man jetzt, sage ich mal, auf Badstuber und Pavard setzt, ist natürlich auch schwierig, weil vielleicht sagt dann der Spieler auch, Mensch, mir reichen die Einsatzzeiten nicht, ich möchte vorankommen, ich bringe meine Leistung und der andere Spieler, der verlässt uns eh. Also da ist, ich sage jetzt nicht Konfliktpotenzial, aber es ist zumindest ein Punkt, da könnte es schon mal knirschen im Gebälk. Natürlich gibt es immer noch die Möglichkeit, dass sich ein Holger Badstuber verletzt. Das muss man immer mit einbeziehen. Und gut, Marc-Oliver Kempf, aus meiner Sicht, könnte er sich bis jetzt noch nicht unbedingt so richtig in Szene setzen beim VfB. Liegt auch ein Stück weit an die Gegner, an den Gegnern. Wenn du natürlich dagegen so Fünft- und Sechstligisten spielst, ist es immer schwieriger als Innenverteidiger. Ich bin gespannt, wie sie das lösen. Aber weil du es eben gerade ansprichst mit Pavard, der kommt erst später zurück, dann gehen wir mal davon aus, also oder anders gefragt, ist für dich eher Badstuber gesetzt oder eher Baumgartl unter Korkut? Okay, da müssen wir jetzt differenzieren. Ja. Meine persönliche Präferenz wäre Baumgartl. Einfach, weil ich glaube, ich finde, also man hat letzte Saison, haben alle über Pavard geredet und so, was ja auch gut so ist. Aber wie er sich im Zusammenspiel mit ihm und auch mit Badstuber, klar, weiterentwickelt hat, das finde ich unfassbar beachtlich. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, es läuft so jetzt außerhalb von Stuttgart vielleicht, ein bisschen unserem Radar, wie gut der wirklich schon ist und wie weit der schon gekommen ist. Sehe ich ähnlich, ja. Und dann macht es einem halt schon Bauchschmerzen, wenn er dann irgendwie nicht spielen könnte. Ich glaube halt wirklich, dass mit der Badstube-Verlängerung es wird wahrscheinlich keiner zugeben, von den Offiziellen oder so. Ich glaube schon, dass er im Zweifel stellst du Badstuber auf, einfach weil du ihm wahrscheinlich jetzt, weil er, naja, er ist schon Topverdiener und er ist der Erfahrene, ja, und er hat diese Bayern-Vergangenheit und pipapo. Und ist ja auch richtig, wenn das beweist. Wie hoch wertest du diesen Mentalitätsaspekt, den er definitiv ja immer mitbringt? Also es war für mich wirklich immer sehr interessant, im Stadion nur Badstuber zu beobachten, Holger Badstuber, was er so macht, wie er mit seinen Spielern dann kommuniziert, wie er auf Fehler der Spieler reagiert, das war schon ein gewisser Antreiber, der im richtigen Moment auch mal dazwischen geschlagen hat. Also das sollte man vielleicht auch nicht ganz außer Acht lassen. Ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Typ hinten in der Abwehr einfach auch ja dem Gegner klar macht, bei uns geht's hier hinten rund und ja, vielleicht hilft das dann letzten Endes auch in brenzligen Situationen. Also ich möchte ihn nicht auf die Bank setzen, aber irgendeiner muss von den dreien, Pavard, ja, Baumgartl und Badstuber auf die Bank. Deswegen. Also, ja, dieses Mentalitätsargument, das sehe ich schon wirklich auch. Also ich bin jetzt einer, der, wenn man jetzt zu den ganzen VfB-Kosmos sieht, wahrscheinlich Badstuber tendenziell ein bisschen kritischer gegenübersteht, weil er doch schon, finde ich, auch seine Schwächen hatte. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, ich will ihn jetzt nicht schlecht reden. Also er hat wirklich dieses Mentalitätsargument, das ist wirklich für mich ein Fakt. Also du merkst, das merkst du. Absolut, besonders ja, im Stadion, weil du es dann auch mehr jetzt offscreen im Blick hast, aber auch im Fernseher. Also du merkst halt wirklich, wenn da mal was brennt, er ist sicher halt nicht zu schade, auch mal die Mitspieler anzuschreien. Und es hilft halt auch manchmal. Und es ist sicherlich eine unbequeme Persönlichkeit auf dem Platz, auf jeden Fall. Es ist halt, ja, es ist schwierig. Also wenn ich mir die Bundesliga-Kader anschaue, in der Verteidigung, ich weiß nicht, ob es 3, 4 Vereine gibt, die überhaupt tiefer besetzt sind dort wie der VfB. Ja. Also das ist ziemlich wahnsinnig, ehrlich gesagt. Weil über Kempf reden wir gar nicht, ja. Genau, ich wollte es gerade sagen, Marc-Oliver Kempf, der irgendwie seit 3 Jahren als einer der absoluten Innenverteidiger-Talente in Deutschland gilt, dann immer wieder Verletzungsrückschläge hatte und der jetzt ja auch aus Freiburg gegangen ist, ablösefrei, nachdem sein Vertrag ausgelaufen ist. Und da hieß es ja auch oft, er will zu Gladbach oder auch, als die noch, naja, ich meine, höher ambitioniert waren. Und der wird hier auch nicht hergekommen sein, um auf der Bank Platz zu nehmen. Also es ist schon, und er könnte hier theoretisch
Innenverteidiger 4 oder 5 sein im Moment. Ja, das müssen Sie sich mal überlegen. Also da sehe ich vielleicht noch am ehesten das Konfliktpotenzial. Also eher, ich weiß nicht, es ist natürlich auch immer eine Sache, wenn du dieser Verletzungsfaktor, aber er kommt hier zum VfB und jetzt ist er vielleicht Innenverteidiger Nummer 4 und zuerst heißt es, ja, du wirst perspektivisch Pavard ersetzen, wahrscheinlich schon nächste Saison. Ja. Denke ich mal, das war sicherlich ein Argument in den Verhandlungen. Und jetzt ist das schon auf der Kippe, dass Pavard geht, also könnte er noch vor ihm sein und dann holt man halt außerdem noch Bartstuber zurück, was ja auch eigentlich zwischenzeitlich komplett gar kein Thema mehr war, fast. Ja, eigentlich war das Ding durch. Ja. Er geht definitiv zum Champions-League-Verein und dann gab es doch offensichtlich nicht den passenden. Genau, also da ist es schon, ja, es kann schon, wenn man schnell angeknackst ist, wird das sicherlich eine schwierige Anfangsphase. Ich denke mal, solange es läuft, ja, solange der VfB einigermaßen erfolgreich spielt, wird es vermutlich akzeptiert werden, behaupte ich jetzt einfach mal. Interessant wird es halt, wenn es mal nicht so läuft. Könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Spieler Ansprüche stellt. Und das ist für mich mit die spannendste Personalie, wer vielleicht jetzt nicht in den ersten 3-4 Spieltagen in der Innenverteidigung steht. Da gehe ich eigentlich schon ziemlich stark davon aus, dass Baumgartl und Bartstuber diese Position begleiten werden. Aber wenn dann Pavard zurückkommt, sollte er zurückkommen und fit ist und Kempf fit sein wird, dann bin ich mal gespannt, wie das gelöst wird. Da muss man wahrscheinlich dann, auch wenn man es nicht möchte, darauf hoffen, dass vielleicht mal ein Spieler ausfällt aus irgendwelchen Gründen, weil sonst, also wie du sagst, du hast ja auch noch das Problem mit dem Kader. Da hast du zumindest die Hoffnung, könnte schnell eintreten. Also du hast zumindest, nominell hast du ja Spieler, die mit Bartstuber und Kempf, die chronisch verletzungsanfällig sind. Das stimmt. Und dann auch mal eine Kleinigkeit mit reinkommt. Und dann relativiert sich das natürlich schnell und dann hast du plötzlich auch nur noch 3 Innenverteidiger. Und bist froh, dass du dann vielleicht noch einen Kaminski hast. Das ist schon so. Ja. Lass uns mal auf eine wahrscheinlich eher einfache Position schauen, nämlich das linke, die linke Verteidigerposition. Da sah es ja, sagen wir mal so, vor 3-4 Monaten noch nicht ganz so gut aus. Da lief der Vertrag von Insua aus, der konnte verlängert werden. Bonas Sosa wurde verpflichtet. Es heißt, er ist ein großes Talent. Sieht auch ganz unordentlich aus. Das letzte Spiel, was sie bestritten haben, da hat er das mal aufblitzen lassen in der ersten Halbzeit, was so möglich ist mit Flanken und Pässe in Zentrum. Das wurde ja auch immer so gelobt, dass da seine Stärken liegen. Defensiv hat er, glaube ich, 2 gute Aktionen gehabt. Schwer einzuschätzen, wie gut er jetzt wirklich ist, aber ich lege mich mal fest, ich denke mal, du wirst es wahrscheinlich eh nicht sehen, da wird Insua weiterhin gesetzt sein auf der linken Seite. Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, da gibt es wenig zu diskutieren daran. Also Sosa ist sicher, also gerade das mit den Hereingaben, mit den Flanken, das hat man davor schon gehört von Leuten, die ihn in Kroatien verfolgt haben. Und das ist wirklich, das hast du auch schon hier in diesen kleinen Einblicken, die du halt vom Trainingslager und vom Testspielen hast, das hat man schon wirklich gesehen, dass er ordentlich Dampfhinder ist. Ja. Er wird sicherlich eine Weile brauchen, bis er hier mit dem Tempo klarkommt und so. Und das hat ja auch von der Vorstellungspressekonferenz ab eigentlich jeder so gesehen und auch jeder so weitergegeben, also Reschke, Korkut, dass Sosa seine Zeit bekommt und man hat es ja hinbekommen, Insua zu verlängern und das war ja der Grund dafür. Du hast jetzt im Prinzip die perfekte Situation. Sosa hat ja schon angesprochen, dass er auch überhaupt kein Problem hat, erstmal nur Ersatz zu sein und hast du eigentlich eine optimale Mentor-Lehrling-Situation und das ist auf einer Außenverteidigerposition, die so unfassbar rar besetzt ist in der Bundesliga und allgemein im Weltfußball. Das ist schon eine ziemlich gute Option. Ja, es ist fast schon ein Luxus, wenn du 2 Spieler hast, die eigentlich Bundesliga-Niveau haben. Bei Sosa, wie gesagt, machen wir noch leichte Abstriche. Gerade was, sag ich mal, die Arbeit dann in der Defensive angeht. Ich denke mal, offensiv lässt sich das schon durchaus sehen. Aber da müssen wir mal abwarten, wie er sich noch entwickelt. Aber ja, die Anlagen sind da und jetzt gilt es, die natürlich dann letzten Endes noch zu verfeinern. Die rechte Seite wird jetzt schon wieder interessanter. Jetzt habe ich ja am Sonntag mit dem guten Philipp Meisel hier gesprochen, der dann sagte, er sieht Andreas Beck momentan ein Stück weit vorne, vor Pablo Maffeo. Das hat mich schon überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil natürlich Beck mit dieser Verletzung erstmal später
trainieren konnte, noch nicht so viele Testspiele bestreiten konnte. Maffeo hat bis jetzt auf das letzte Testspiel noch keine Bäume ausgerissen, aber es war immer ordentlich, sage ich jetzt mal. Also defensiv wurde er nicht allzu stark gefordert, liegt natürlich auch wieder an der Qualität der Gegner. Aber in der Offensive war das, sage ich mal, so ganz, ganz okay, ja, ohne jetzt herauszuragen. Wie siehst du es da? Also muss man eigentlich so einem großen Talent wie Maffeo, der ja in der spanischen Liga seine Qualität definitiv schon nachgewiesen hat, also es ist ja nicht so wie bei Sosa, dass man sich nicht sicher sein kann, ob er die Qualität hat, in der Bundesliga zu spielen. Ich denke mal, Maffeo ist ein Bundesligaspieler, die Qualität hat er, aber ihm fehlt es natürlich noch hier und da, er muss sich vielleicht auch noch akklimatisieren und es kann schon sein, dass es vom System vielleicht noch nicht 100% für ihn so passt in einem 4-4-2. Auf mich wirkt er also in einer Dreierkette mit hochstehenden Außenverteidigern etwas besser positioniert. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wo siehst du Maffeo, beziehungsweise wer spielt rechts in der Verteidigung beim VfB? Ja, also erstmal, es hat mich schon auch ein kleines bisschen überrascht, als ich das gehört habe von Philipp Meisel. Wie eigentlich die meisten, denke ich mal. Einfach, weil man halt, naja, es ist halt schon eine komplett andere Geschichte bei Andreas Beck, den man irgendwie bis zum Anfang der Siegesserie letztes Jahr, wo der halt, wie sagt man im Englischen, Walking Punchline war. Also irgendwie, ja, er hat halt einfach nicht, laufende Witz, man kann es so sagen, wie man, sich jeder, er hat halt einfach nicht die Leistung gebracht, die man sich vielleicht auch erwünscht von so einem Spieler, der mit so viel Erfahrung auch letzten Endes kommt. Halt dann alles zusammen. Ja. Ja, es ist aber auf jeden Fall so, dass, naja, da hat sich halt schon ein großes Vertrauen aufgebaut, denke ich mal, zwischen Korkut und ihm. Das glaube ich sofort. Und man muss sich auch mal überlegen, der hatte einen Kreuzband, Andres war es, glaube ich, ne? Ja, der dann konservativ behandelt zum Start, wurde. Ja, genau. Zum Start des Trainings war der hier, ne? Also das ist ziemlich wahnsinnig, dass das so schnell geht. Und man darf ja nicht vergessen, er ist 31 jetzt. Das ist auch nicht mehr, da sind eine Menge Meilen auf den Füßen. Ne? Mhm. Ja, da ist, denke ich mal, schon, wie gesagt, ein kleiner Vertrauensvorschuss da. Ob es dann, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es langfristig in dieser Saison dabei bleibt, dass er starten würde. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es gegen Rostock für das erste Pflichtspiel dann, dass man mit ihm startet. Ich glaube schon auch, also was du vorhin angesprochen hast, dass Maffeo vielleicht so tendenziell der naja, bisschen besser auf eine Fünferkette oder auf hochstehende Außenverteidiger angelegt ist. Das glaube ich schon, weil ich glaube, er hat auch bei Girona öfters ein bisschen offensiver gespielt. Und ich glaube, die hatten auch öfters mit einer Fünferkette gespielt. Also es ist halt auch das, was er gewohnt ist. Ich glaube, auf Dauer wird er sich schon durchsetzen, weil es ist wirklich so, wie du auch angesprochen hast, also Borna Sosa, der kommt hierher und er hat ganz klar gesagt, ich habe kein Problem, Backup zu sein. Bei Pablo Maffeo hört sich das ganz anders an. Also ich kann es jetzt natürlich nicht im Wortlaut weitergeben, aber er hat schon gesagt, ja, ich will hier spielen und ich will auch starten. Ne? Ist Maffeo für dich eine Option fürs rechte Mittelfeld? Also, dass man praktisch mit Beck und mit Maffeo spielt? Ja, ne, ich weiß nicht. Also, er hat sich ja gegen Versaxe hier, war das, man hat gesehen, dass er das auch könnte, auf jeden Fall. Und wir haben ja theoretisch im Moment kaum gelernte Flügelspieler oder eigentlich nur Tommy. Der spielt aber links, ja. Genau. Ja, genau. Also ich meine jetzt allgemein Flügelspieler. Ja, ja. Drum wird sich das vielleicht mal ergeben, aber naja, ich. Die Ideallösung wäre es nicht. Genau, die Ideallösung wäre es nicht. Zumal also, man da vorne ja auch noch genug Leute zum Versorgen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das Atletico-Spiel am Samstag nochmal ganz wichtig sein könnte für die Entscheidung bezüglich des Rechtsverteidigers. Ja. Sollte da Beck eine gute Leistung bringen, würde das mit Sicherheit dann ihm in die Karten spielen. Auf der anderen Seite kann Maffeo da auch nochmal glänzen, wird, denke ich mal, nochmal extra motiviert sein, gegen die Landsmänner da anzutreten. Also ich auf der Position kann ich mich ähnlich wie in der Innenverteidigung noch nicht so hundertprozentig festlegen. Es kann auch eine Sache sein, dass es vom Gegner abhängig ist, ja, dass du sagst, gegen Gegner XY ist mir ein Maffeo lieber als ein Beck. Also das ist auch eine sehr, sehr interessante Position, die da wahrscheinlich doch auch für den ein oder anderen Wechsel gut ist, auch einfach mal so, ja, von Spiel zu Spiel letzten Endes. Und auch hier ist letzten Endes dann auch wieder so, wenn es funktioniert, was Korkut vorgibt,
egal wer da spielt, dann hat er natürlich die Argumente auf seiner Seite, wenn er nicht so erfolgreich ist und er hält dann vielleicht unter Umständen an Andy Beck fest, kann ich mir schon vorstellen, dass ein Maffeo sich das hier in Stuttgart ein bisschen anders vorgestellt hat. Aber ja, ich war trotzdem überrascht, dass wirklich Beck jetzt aktuell die Nase vorne zu haben scheint. Kicker hat das ja auch neulich nochmal bestätigt, dass Beck da ein bisschen den Vorsprung hat. Hätte ich so nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, aber ich sag ähnlich wie du. Beck wahrscheinlich jetzt zu Beginn und dann über die Saison hinweg wird sich Maffeo da durchsetzen können. Hoffe ich zumindest. Bei so viel Geld sollte das möglich sein. Dann kommen wir zu den defensiven Mittelfeldakteuren, so möchte ich sie mal nennen. Also wir gehen davon aus, denke ich mal, dass du hinten mit zwei so zentralen Mittelfeldspielern spielst. Der eine natürlich dann etwas defensiver. Ich sag schon mal, dass da Santiago Ascasiba wahrscheinlich gesetzt sein dürfte und der andere müsste dann nach meinem Verständnis Gonzalo Castro sein. Oder siehst du das anders im zentralen Mittelfeld beim VfB? Ja, also das kommt natürlich auch darauf an, wie man sich da aufstellt. Es ist ja auch denkbar, dass man beispielsweise eher mit drei Zentralen spielt, je nachdem, was sich da anbietet. Also wenn wir da mal davon ausgehen, dass wir tendenziell eher beim 4-4-2 bleiben, dann wäre es auf jeden Fall so klar, Ascasiba ist gesetzt. Insofern er dann rechtzeitig fit wird, ja. Das könnte ja auch ein bisschen kritisch werden, weil ich glaube, er hat jetzt noch nicht wirklich mit der Mannschaft trainiert, seit einer ganzen Weile. Ich glaube, er hat nur eine Pflichtspielhälfte gemacht. Ja, das stimmt. Und genauso natürlich Gentner. Es ist 16 Tage bis zum Rostock-Spiel, klingt jetzt nach viel, aber ich glaube, das kann auch, wenn er dann noch Trainingsrückstand hat, könnte es knapp werden. Aber klar, wenn er dann fit ist, ist er gesetzt, denke ich mal, das ist klar. Und du hast ja noch gute Alternativen mit Mangala und Aogo zur Not. Also ich fand, Aogo hat das jetzt gar nicht so schlecht gemacht in der Vorbereitung. Und Mangala ist für mich sowieso ein Spieler, den man nicht unbedingt verprellen sollte. Also nicht nur wegen dem Münchenspiel. Ich fand, er hat auch zuvor in seinen Kurzeinsätzen in der letzten Saison immer wieder aufblitzen lassen, dass das ein sehr, sehr hoffnungsvoller defensiver Mittelfeldspieler ist. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, Bei ihm mache ich mir ehrlich gesagt noch am meisten Sorgen, dass ich mir vorstellen könnte, dass er, also man hält schon viel von ihm, denke ich, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er da manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Ja. Vielleicht hat er jetzt das Glück, dass zum Anfang gerade mit Gentner und Ascasiba ein paar, WWchen noch vorhanden sind und er dann direkt sich mal zeigen kann. Auf der anderen Seite, es gab ja auch die Gerüchte, dass man ihn vielleicht noch verleiht, was jetzt... Ja, Freiburg war da so ein Gespräch, Was jetzt ja anscheinend laut Stuttgarter Nachrichten abgeklungen ist. Ob es jetzt so war, weiß ich nicht. Aber das ist halt auch immer so eine Sache, du weißt nicht, dann verleihst du ihn an Freiburg und am Ende spielt er dann nicht. Das wäre jetzt auch nicht das erste Mal. Solche Laien sind halt auch immer, so ein bisschen Zufallsnummern. Du weißt nie, in welche Situation der reinfindet. Ja, also es ist auf jeden Fall gut, dass man ihn in der Hinterhand hat. Ich fürchte nur, dass es vielleicht ein bisschen mehr Spielzeit ihm eigentlich nicht schaden würde, weil ich denke, Castro ist auch gesetzt neben Ascasiba. Man scheint wohl einen guten Eindruck zu machen, ja. Ja, du kannst, also was, ich habe jetzt ein Spiel, erstmal eins am anderen, ich habe jetzt ein Spiel live vor Ort gesehen, das war in Reutlingen. Und das ist natürlich jetzt kein Gegner, wo man jetzt viel ablesen kann, wenn der VfB dort spielt, aber man erkennt ja schon, wie Spieler ticken so ein Stück weit. Und wenn der Castro am Ball ist, hast du halt wirklich dieses Gefühl, dass er die Situation immer komplett im Griff hat und unter Kontrolle hat. Und das habe ich auch bei den Testspielen jetzt erahnt, möchte ich mal so sagen. Also die letzten beiden, die übertragen wurden, gegen Eibar und gegen Başak Şehir, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, da hat man schon gemerkt, Castro hat ja gar nicht gespielt gegen Başak Şehir oder wie die heißen, der hat ja nur gegen Eibar gespielt. Aber da hat man schon gesehen, wenn der den Ball hat, da kommt Ruhe ins Spiel, er kann aber auch das Tempo forcieren, wenn es sein muss. Also es ist schon ein sehr, sehr wichtiger Mann, den sie da verpflichtet haben und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wenn der fit ist, dass der auf der Bank sitzen soll. Klar, wenn die Leistungen nicht abgerufen werden, dann wird ihm dieses Schicksal ereilen, aber im Prinzip möchtest du so einen Spieler auf dem Feld haben. Genau, und es ist ja nicht jemand, wo man sagen würde, gib ihm noch ein Jahr, der kann sich entwickeln. Ne? Also das ist ja Rekordspieler, was Minuten angeht in der Bundesliga. Ja. Linke Seite, Tommy gesetzt, oder siehst du es anders? Ja, jetzt kommen wir in die Phase, eigentlich ja, ne? Aber dann kommt es halt auch drauf an, es kann natürlich sein, wenn man... Rein taktische, also praktisch, du überlegst jetzt... Wenn man Ja, also wenn man natürlich jetzt davon ausgeht, dass wir mit nominell direkt mit einem
gelernten Flügelspieler spielen, dann ist er ja die offensichtlichste Alternative. Und man muss auch sagen, das war ja im Prinzip der Spieler der Rückrunde. Und für mich auch der Spieler der Vorbereitung. Also alles, was ich bis jetzt gelesen und gesehen habe, war Tommy eigentlich in jedem Spiel, in dem er gespielt hat, der Spieler, der vielleicht nicht immer am meisten auf sich aufmerksam gemacht hat, aber immer mit guten Leistungen überzeugen konnte. Ja, er ist schon so ein bisschen Mr. Reliable, finde ich. Obwohl er hier nur ein halbes Jahr spielt und er auch davor kaum Profi-Erfahrung auf dem Niveau hatte, aber es ist Wahnsinn, wie schnell er sich hier schon stabilisiert hat. Mhm. Man muss natürlich jetzt immer abwarten, wie er in die Saison startet, aber eigentlich so diesen Vorbereiter-Typ, den er ist, auf den kann man eigentlich fast nicht verzichten. Die Standards, die Möglichkeiten, wenn er von außen Flanken oder Bälle halt einfach reinspielt. Und vor allen Dingen, was mir auch gut gefallen hat, das ist mir zuletzt bei dem Facebook-Interview mit dem VfB aufgefallen, ist seine Einstellung. Also ich habe das Gefühl, dass der so fokussiert ist auf seinen Job, er möchte hier Fußball spielen, er möchte erfolgreich sein mit dem VfB Stuttgart. Es gibt für ihn nichts anderes und ich nehme ihm diesen Satz auch ein Stück weit ab, dass er sagt, seine persönlichen Ziele ordnet er dem VfB Stuttgart unter. Also selten nimmt man das Spielern in der heutigen Zeit ab, aber seine Aussage, da habe ich schon das Gefühl gehabt, der meint das ernst. Also der hat mich beeindruckt, nicht nur auf dem Platz, sondern auch, was er so von sich gibt. Ja, kann man auf jeden Fall unter die Kategorie Arbeiter auch noch zu. Ja. Also sehr fleißig, glaube ich. Also das ist, für mich ist, es führt kein Weg an Tommy vorbei, solange er natürlich seine Leistungen bringt. Die Frage ist, wer da die Alternative dann sein könnte. Ich denke mal, wenn du jetzt mit einem Spieler wie Donis spielen würdest, der ja auch außen auf der linken Seite doch das ein oder andere leisten könnte, dann musst du aber wahrscheinlich damit rechnen, dass die linke Seite etwas durchlässiger wird, weil gerade mit Insua, der sich ja auch eher offensiv orientiert, da könnte ich mir vorstellen, dass das eine Schwachstelle werden könnte. Also wenn du jetzt Donis statt Tommy spielen lassen würdest. Ich wüsste nicht, wer sonst noch auf der linken Seite eine Option werden könnte. Es ist halt die Frage, ob es überhaupt der Form eine linke Seite gibt. Es kann natürlich sein, dass man, also so wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, es kann natürlich sein, dass man hat jetzt so mit Didavi, Özcan und so, das sind ja Spieler, die kannst du nicht wirklich zuordnen. Theoretisch sind die offensive Mittelfeldspieler, aber so nominell, aber sie spielen halt auch mal gerne irgendwie auf dem Flügel so eine abgekappte Rolle. Ja, das hat die Davi in Reutlingen zum Beispiel auch gemacht, immer so leicht linkshängend gespielt. Genau. Wobei das wahrscheinlich eher auch auf der rechten Seite dann gleich noch interessant wird. Und, ja. Man hat sonst halt jetzt noch die Option mit Donis und dann auch Gonzales und Akolo, ja, die alle eher abschließende Spieler sind. Also die eher, okay, bei Gonzales kann ich es vielleicht noch nicht sicher sagen, weil man hat ihn jetzt noch nicht viel gesehen. Aber so tendenziell scheint es ja eher so, dass die vom Spielertyp her sind Leute, die ihren eigenen Schuss suchen. Und die alle eigentlich genauso gut auch Mittelstürmer spielen könnten. Also nicht Mittelstürmer, aber zumindest im Zentrum vorne. Ja, Gonzales ist schon jemand, den du vorne dann drin haben möchtest, der dann abschließt oder aber auch vorbereiten kann und andere Innenverteidiger oder halt einfach Abwehrspieler so ein bisschen, ich sag mal, auf sich zieht, ja, also einfach Plätze schafft letzten Endes oder Raum schafft durch seine Umtriebigkeit, durch seine Gefahr, die er einfach ausstrahlt. Also schon jemand, den ich gerne da vorne drinnen sehen möchte. Vielleicht nicht in jedem Spiel, aber ja, hat schon ja, ich denke mal, gezeigt. Zu ihm kommen wir ja gleich nochmal, genau, ja, wenn wir auf die Position kommen, weil da gibt es ja einiges zu sagen. Da gibt es noch einiges, also, ja. Genau, aber ja, im linken Mittelfeld, wie gesagt, oder genauso fürs rechte Mittelfeld auch, es ist halt die Frage, wen Korkut da auch von seinen ganzen Hybridspielern da vorne als Flügelspieler sieht. Also theoretisch könnten das bis auf Gomez da vorne ja alle spielen. Sprechen wir es doch mal konkret an. Gentner ist, denke ich mal, so die Personalie, die am interessantesten sein wird. Weil eigentlich ist das ja so der Mann, den du auf die rechte Seite setzen würdest. Also so war es zumindest unter Korkut zuletzt. Aber so, man muss natürlich jetzt sagen, vielleicht ist auch seine Zeit jetzt so langsam gekommen. Ich möchte nicht beschreien, aber es fühlt sich so an, als ob für ihn so richtig kein Platz mehr ist. So geht's mir zumindest. Genau, so geht's mir nämlich auch. Also so, wenn du den natürlichen Kaderentwicklungsprozess weiterspinnst, wäre es langsam Zeit, dass er vielleicht eine kleinere Rolle einnimmt, würde ich mal behaupten. Es ist fast ungerecht, weil er hat wirklich auch eine gute Rückrunde gespielt und geht manchmal unter in den, keine Ahnung, in den
Er ist halt. Show-Einlagen von anderen, aber er ist schon zuverlässig, aber es ist halt, du hast jetzt so viele potenziell starke Spieler, die das genauso gut spielen könnten. Es wird schon eng. Ich denke auch. Die Frage ist, wer spielt auf rechts, sollte Gentner jetzt nicht spielen. Nehmen wir den mal raus. Ich wäre dabei, den auf die Bank zu setzen. Dann hast du halt einen Spieler wie Shadrack Akolo, der aus meiner Sicht die Vorbereitung noch nicht so optimal nutzen konnte, jedenfalls bei den Testspielen. Wie das im Training aussieht, kann ich natürlich nicht so hundertprozentig beurteilen. Da muss man darauf vertrauen, was die Presse so von sich gibt. Und dann bin ich jetzt persönlich schon in der Situation, dass ich sage, ja gut, wen stellst du denn dann rechts auf? Also, ganz, Also weiß ich jetzt gar nicht so richtig, wen ich denn da hinsetzen würde auf die rechte Seite. persönlich wär meine Thematik hier, dass ich bin ja auch ein totaler Anastasios Donis-Fan, Ich wie die auch, finde ich sehr gut, meisten. ja. Und wenn man ihn halt nicht rechts, wenn du links Tommy hast, ne, Ja. so eigentlich gesetzt, und dann musst du ihn fast rechts aufstellen, weil im Zentrum hat er dann keinen Platz mehr, fürchte ich, So wie gegen wenn alle München. fit sind. München hat er doch, war es Ich nicht auch so, dass glaube, er in dass München die, rechts eigentlich gespielt ist hat? die Zentrumrolle ja, finde ich, seine beste, wenn er als purer Konterstürmer sein kann. Aber ich weiß nicht, ob das bei uns reinpasst. Das ist ein bisschen unglücklich. Er ist Ja. wirklich ein toller Spieler mit tollen Ansätzen und so, aber er passt nicht wirklich so in die Kaderstruktur oder in die Spielstruktur. Ich Und meine, da mache ich mir ein bisschen Sorgen. auf rechts wäre halt deswegen auch gut. Oder eine Option, weil du das, wenn du jetzt mit Beck hinten spielst, auf der rechten Verteidigerposition, hast du einen Verteidiger, der auch hinten bleibt und hinten absichert und du musst dann nicht Angst haben, dass ein Donis vielleicht nicht ganz so ja, aktiv mit nach hinten arbeitet, weil das war ja immer so die Kritik, die man gehört hat, dass Donis einfach, was das defensive Verhalten angeht, ausbaufähig ist, so möchte ich es mal sagen. Und wenn natürlich, und das sage ich immer wieder, wenn du Insua auf links hast, der sowieso immer sehr offensiv orientiert ist und dann noch ein Donis auf der linken Seite, dann wird es da einfach aus meiner Sicht ein bisschen zu gefährlich. Also es kann natürlich auch gut gehen, klar, wenn man sich da irgendwie einschießt aufeinander und das miteinander eben ja irgendwie kommuniziert, dass dann Insua doch hinten bleiben muss. Ich weiß es nicht, aber es gibt ja einfach, Spieler haben ja eine gewisse Veranlagung. Insua kennst du halt einfach so, dass der an der Mittelfeldlinie steht als linker Verteidiger und der Beck ist dann eher der Kandidat, der weiter hinten sich positioniert. Deswegen, wenn ich Donis von Anfang an spielen lassen würde, und es würde mir auch wehtun, ihn nicht spielen zu lassen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde ihn auch phänomenal, so von seinen Möglichkeiten, die er gerade in die Offensive mit einbringt, dann lieber auf der rechten Seite. Und ich glaube, er könnte diese Position auch spielen. Er könnte es ja, aber es ist dann halt immer die Frage, ob es auch. Er hatte schon, man muss es auch zugestehen, ich hab zu jeder Zeit eigentlich gesagt, oh, der muss mehr spielen und so, er hat so tolle Ansätze. Aber wenn man jetzt ehrlich ist, bis auf die letzten paar Spiele, es gab schon auch Gründe, warum er außen vor gelassen wurde. Du hast angesprochen, diese Defensivschwäche, die er schon von Anfang an eigentlich mitgebracht hat, schon auch so ein bisschen als Ruf. Und dann hat er halt auch, er ist jemand. Wenn er den Ball hat, also kann er wahnsinnig viel machen, aber er ist auch niemand, der irgendwie jetzt die wunderbaren Laufwege hat. Also wenn er mal nicht den Ball hat. Ich glaube, der tendiert ein bisschen dazu, einfach dann, naja, ich weiß nicht, stehen zu bleiben oder den falschen Laufweg zu nehmen. Drum ist es eigentlich, wäre so eine Rolle, wo er so ein bisschen die One-Man-Show machen kann im Zentrum, die beste für ihn, aber die gibt es in dem Kader halt einfach nicht für ihn. Antritt Und dann und muss man Tempo sind halt, seine Stärken. ja, genau. Ja. Und das kann er da am besten ausspielen. Und da muss man halt dann hoffen, dass er vielleicht da einen Schritt vorwärts macht in seinen Schwächen. Und dann kann aus ihm auch ein guter Flügelspieler werden, ohne Frage. Und jetzt sage ich dir Und was, wenn wir jetzt ja. so darüber reden, dann komme ich für mich persönlich doch wieder zu dem Entschluss, dass ein Christian Gentner auf der rechten Seite gar nicht so verkehrt ist. Also ich sage nicht, dass er jedes Spiel von Anfang an auf der rechten Seite bestreiten muss, aber wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen Gentner, einem Donis und von mir aus dann noch, sagen wir mal, Akolo, dann würde ich, glaube ich, mit einem besseren Gefühl in ein Bundesligaspiel gehen, wenn Gentner zunächst beginnt auf der rechten Seite. Auf jeden Fall mit dem sicheren Gefühl, das glaube ich Ja. auch. Du Also man, weißt halt, was du kriegst. Ja. du kannst ja letzten Endes dann auch noch umstellen. Wir haben ja drüber gesprochen. Wir haben die Möglichkeiten. Wir haben einen breiten Kader. Wir können Spieler wie Donis nachlegen, wie Akolo nachlegen, wenn es sein muss auch ein Maffeo, der über rechts spielen kann. Also es ist ja trotzdem noch einiges möglich, aber ich glaube, ich tendiere, was die Stammelf, sage ich jetzt mal, angeht, eher zu Gentner als zu so einer ja, Donis oder Akolo-Option.
Ja, und man muss auch sagen, diese, naja, nicht wirklich rechtes Mittelfeld, aber so ein bisschen mehr zentralisiert, das ist eigentlich ja die perfekte Rolle für Gentner. Also er wurde ja dann oft früher im defensiven Mittelfeld aufgestellt und im offensiven Mittelfeld. Und es war jetzt alles nichts wirklich. Du hast immer gesagt, ja, aber eigentlich spielt er was anderes. Eigentlich sollte er eher da spielen und so. Und dieses rechte Mittelfeld, diese Rolle, die füllt er irgendwie so als, wie sagt man so schön, Box-to-Box-Spieler, füllt er das eigentlich ganz gut aus. Da ist er am stärksten, Und ja, ja, es absolut. ist wirklich so. Also hat schon seine, absolut seine Legitimation, wenn man ihn da aufstellt. Und solange es keinen großen Leistungsabfall ist, ist das auch alles komplett gut so. Und ich denke mal, er wird auch starten, einfach weil er Kapitän ist. So einfach Das, gesagt, und ja, er das ist das stimmt, ja. Urgestein. Und da wird man nicht irgendwie eine große Sache draus machen wollen. Was ja letztes Jahr zum Beginn der Saison auch schon So, Thema jetzt war, wird's noch bei uns auch interessant. bald. Jetzt kommen wir nämlich zu den zwei Männern, die vorne im Sturm, beziehungsweise also ich lege mir jetzt mal fest, es wird einen Stürmer geben mit Mario Gomez und der andere offensive Spieler wird wahrscheinlich Daniel Didavi sein. Aber es gibt ja dann noch auch so einen Typen, der auf sich aufmerksam gemacht hat in den Testspielen, namens Nicolas Gonzalez, der eigentlich alles mitbringt, was du brauchst, um wirklich ein phänomenaler Spieler zu werden. Die Kopfballstärke, die er hat, die Abschlussstärke, das Tempo, die Technik. Also, ich habe jetzt wenig Schwächen bei ihm bislang erkannt. Obwohl natürlich auch hier wieder gesagt werden muss, es sind nur Testspiele. Ist, denke ich mal, uns beiden klar. Aber trotzdem erkennt man ja eine gewisse Qualität oder eben nicht. Und was der hier gezeigt hat und was er aufblitzen lässt, das ist schon sehr überzeugend, muss ich sagen. Wie siehst du es im Sturm? Ist da Gomez gesetzt, fix, oder muss er sich manchmal vielleicht auch ein bisschen Sorgen machen? Ich denke, also jetzt erstens mal würde ich mal sagen, dass die Frage ist nicht Gomez oder Gonzales, sondern die Frage ist, ob es Gomez und Gonzales geben wird. Was machst du mit die Davi? Ich weiß es nicht. Das ist ja das Schlimme und gleichzeitig das Schöne an der derzeitigen Situation. Ja, Du, egal wie du ausstellst, du wirst immer ein, was machst du mit haben? das stimmt. Und du wirst dir immer irgendwie ein weinendes und ein fröhliches Auge haben. Aber ja, um nochmal auf Gonzales zurückzukommen. Es ist wirklich beachtlich. Also ich glaube, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal einen Neuzugang hatten, der in so einem Rekordtempo die Beliebtheitsbarometer hochsteigt. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Und auch, man hört schon auch wirklich von Korkut raus, dass er wirklich total zufrieden mit ihm ist und begeistert fast schon. So begeistert, wie halt ein Teil von Korkut sein kann. Ja, das muss man immer Ich dazu glaube, sagen. genau. Ich glaube, hat er einem, ich glaube, es war ein argentinischer Reporter, und der hat auch irgendwie ein Interview mit Taifun Korkut über die ganzen. Gibt ja genug Anlass für einen argentinischen Reporter hier vorbeizuschauen. Ja. Und dem hat er wohl nebenbei hat er wohl gesagt: Wissen Sie was? Gonzales, der wird ganz groß, weil er immer 110% gibt. Ich sag's Ihnen. Und das ist halt irgendwie so genau das, was man jetzt schon feststellen kann. Er hat irgendwie keinen Stopp-Stopp-Knopf. Das merkt man jetzt schon. Also er ist immer unterwegs, und es ist auch wirklich beeindruckend, was er. Naja, das sind wirklich beeindruckende Bewegungen auch. Das meine ich eben. Du siehst, wie er Du sich siehst es bewegt. wirklich, Das hat ja. nichts damit zu tun, dass die Gegner schwach sind. Das sieht nicht so aus wie, weiß ich, fällt mir kein schlechtes Beispiel ein, aber wir hatten ja schon den ein oder anderen komischen Stürmer, möchte ich jetzt mal so sagen. Das sieht sehr, sehr, sehr vielversprechend aus. Ja, er ist kein Pavel Pukka mehr. Ja, um nur Sowieso einen nicht. zu Aber nennen. ja, es ist wirklich. Ich Ich, mach mal man einen. muss aber, man muss aber auch jetzt, bevor wir noch vor dem Lob sabbern, es ist teilweise auch schon so, wo ich mir denke, wenn die Bild-Zeitung beispielsweise jeden Tag ihren Artikel füllen muss und dann dreimal die Woche von Flitzerstar Gonzales räumt die Bundesliga auf, redet oder sowas. Ja. Wäre auch mal, ja, hold your horses, macht mal langsam. Weil Absolut. es ist halt wirklich Testspiele, da kannst du manchmal die Mannschaftseinstellung ein bisschen betrachten. Aber Einzelspieler ist halt immer eine Sache. Ich bin überzeugt, dass es das ein toller Spieler wird. Aber jetzt irgendwie Erfolgsdruck aufbauen muss man auch nicht. Weil da war es im Prinzip dieselbe Geschichte wie bei Borna Sosa, dass man eigentlich auch gesagt hat, jetzt gemach, lass ihm Zeit.
Und jetzt hat er sich irgendwie in den paar Spielen schon in die Rolle gespielt, dass jeder davon ausgeht, dass er jetzt hier irgendwie startet direkt, was man ja eigentlich gar nicht so unbedingt erwarten musste. Ja. Also als Trainer würde ich, glaube ich, dazu tendieren, wirklich jetzt den Gomez, wenn er fit ist und seine Leistung bringt, natürlich spielen zu lassen, gar keine Frage. Und Gomez ist ja ein Spieler, der dann doch hinten raus etwas müder wird und das ein oder andere Mal auch gerne liegen bleibt, wenn es dann nicht mehr so gut läuft. Und dann bist du eigentlich froh, wenn du so einen Gonzales nachschieben kannst. Und Mario Gomez ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Das heißt, das Sturmproblem wird dann rein biologisch auch irgendwann mal zu einem wirklichen Problem. Und dann bist du vielleicht ganz froh, wenn du so einen Gonzales neben Gomez hast entwickeln lassen, der dann nicht gleich den Druck hatte, jetzt auch abliefern zu müssen. Weil das ist ja das Nächste. Jetzt nehmen wir mal an, wir hätten keinen Gomez und Gonzales wäre unser Startstürmer. Dann muss der halt auch delivern und kann sich nicht allzu viele Fehlschüsse erlauben. Auf der anderen Seite hast du dann niemanden, den du nachlegen kannst. Vielleicht ein Donis noch, ja, nehmen wir den jetzt mal mit dazu. Die Option gibt's dann auch noch. Aber ich bin ganz froh, dass wir da vorne den Mario Gomez haben, der eigentlich verlässlich Tore schießen kann. Und auf der anderen Seite haben wir aber noch zwei Stürmer, und ich beziehe Donis mit ein, die dann eben trotzdem einen so guten Spieler ersetzen können, ohne dass wir jetzt direkt gleich Angst haben müssen, dass vorne keiner mehr die Tore erzielt. Also die besten Voraussetzungen, um sich zu entwickeln, bin ich der Meinung. Ja, und wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob man unbedingt ihn als Gomez-Ersatz sehen sollte, sondern ich finde, er... Die beiden würden sich eigentlich perfekt ergänzen. Also ja, er ist fast prädestiniert dafür, der bewegliche Wirbelspieler um ihn rum zu sein. Ja. Also man merkt schon, er ist jetzt nicht jemand, der nur dribbelt und keinen Pass hat oder so. Das ist, ich weiß nicht, er ist alles sehr flüssig und er verhaspelt sich nicht so viel, was man so bisher sehen konnte. Und ja, also es würde total Sinn machen, wenn die in naher Zukunft zusammenspielen können da vorne. Die Davi ist halt etwas konservativer von seiner Spielanlage her. Da ist halt einfach ein Spieler, der eben nicht ganz so, wenn man es neumodisch beschreiben würde, flashy spielt. So könnte man es vielleicht sagen. Aber trotzdem natürlich dann diese Vorbereiterqualitäten hat und auch einen mega geilen Schuss. Also sprich dann auch mal ein Türöffner sein kann, was die zweite Reihe angeht. Also deswegen würde ich jetzt die Davi bevorzugen. Ja, obwohl ich natürlich absolut bei dir bin. Es wäre perfekt, wie sich das ergänzen würde, Gonzales und Gomez, also zumindest was das bislang Gezeigte so angeht. Ja, also so geht's. Eigentlich, ich will die Davi jetzt auch nicht rauswerfen. Also die Davi wäre bei mir, ich kann mir den auch genauso gut vorstellen, zusammen mit Gonzales und Gomez. Also er müsste dann halt ein bisschen ja, er könnte, wie gesagt, ja auch ein bisschen mehr auf die rechte Position, wo zum Beispiel Skendner spielt oder auf die Tommy-Position. Ich will's nicht ausschließen. Und er ist ja schon nochmal ein anderer Spielertyp ein bisschen. Und ich glaube, die Davi, der ist so ein bisschen, jetzt wo er zurückkehrt, es ist jetzt nicht das ganze Spotlight auf ihm, weil er ist jetzt nicht irgendjemand, ja, neu, flashy, lass mal schauen, was du kannst. Aber ich glaube, der wird sofort einer der Schlüsselspieler werden. Das glaube ich einfach. Ja, Dass die Davi von Anfang an spielt, das ist für mich deshalb schon klar, weil er jeden Standard schießt und das machst du ja nicht mit einem Spieler, der irgendwie auf der Kippe steht. Den lässt du ja nicht bei den Testspielen alle Standards treten, immer von Anfang an dabei. Also ich denke mal, der ist relativ sicher im Sattel. Auf jeden Fall fürs Erste, ja. Ja, klar. Ja. Und auch hier muss man sagen, verletzungsanfälliger Spieler. Also auch da ist es gar nicht schlecht, dass es noch eine andere Option gibt. Genau, absolut. Also das kann sich ja wirklich einen Tag auf den nächsten ändert sich das und dann denkst du, boah, jetzt ist aber gut, dass wir noch hier zwei Leute nachfeuern können. Mhm. Und ja, es ist wirklich, eigentlich, es klingt schon fast alles ein bisschen zu viel Schönrederei, wenn man hier immer sagt, oh, wir haben so viele Optionen, was ein Luxus. Und dann überlegst du dir immer, ja, eigentlich ist es nicht zu schön, alles ein bisschen, ja, ist der Himmel nicht vielleicht ein bisschen dunkler, als er scheint? Aber irgendwie... Naja, es macht schon wirklich einen sehr, sehr stabilen Eindruck alles. Was dann dazu führt, Entschuldigung, dass zum Beispiel jemand wie, wo ich mir jetzt wirklich, wenn ich einen Spieler aus dem Kader rauspicken würde, wo ich mir denke, ich könnte mir auch vorstellen, dass er uns noch diesen Sommer verlässt, dann ist es Akolo, ehrlich gesagt. Ja, weil habe ich mir auch schon gedacht. Er macht, also grundsätzlich würde ich mal sagen, er würde jetzt im Moment... wartet der noch ab und man muss sicherlich sehen, wie jetzt die ersten Pflichtspiele laufen. Aber er ist halt, wenn er jetzt gegen Rostock und gegen Mainz und gegen Bayern, wenn er jedes Mal 0 Minuten kriegt, was ich für sehr wahrscheinlich halte, ehrlich gesagt. Wenn überhaupt, ja.
Genau, er kann ja auch komplett aus dem Kader sein. Das muss man sich mal überlegen. Ja, es ist gut möglich. Also gut möglich. Dann kann ich mir vorstellen, dass er dann in Richtung Transferperiodenfinale, dass er dann, naja, er wird sich auch denken, naja, Leute, ne? Eine Laie wäre halt da vielleicht gar nicht so dumm, muss man sagen. Also genau, aber ich weiß nicht, ob er das mitmacht, ehrlich gesagt. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob er der Spieler für eine Laie ist. Weil ich glaube, er weiß schon auch, was er kann und dass er ja hier als doch teurer Neuzugang gekommen ist. Und ich glaube, er wird ja auch vom allseits beliebten Roger Wittmann von Rogern. Seit neuestem, ja. Genau. Vielleicht wird ja ein Crystal Palace ein Platz frei. Der große Champions League. Nee, aber es ist halt, Akolo ist ein bisschen tragisch, weil er so hierher gekommen und hat er wirklich einen schönen Einstand und hat halt wirklich die Buden gemacht. Aber bei ihm hat man immer irgendwie so den Eindruck, ja, ich weiß nicht, er hat so ein bisschen diesen Thomas Müller Torinstinkt, so ein klein wenig, dass er halt auch aus diesen merkwürdigen Situationen manchmal mehr macht, als eigentlich drin ist. Ja. Das Köln-Spiel ist da vielleicht ein gutes Beispiel. Genau, das Köln-Spiel gegen Wolfsburg zum Beispiel ist auch. Mhm. Oder wenn wir das aktuellste Beispiel nehmen, gegen Başakşehir hier, da haben wir ein 3-0, das war ja auch sehr, man könnte jetzt schon sagen, ein typisches Akolo-Tor. Ne? Ja, das stimmt schon. Gegen also, Dortmund, Birki. Ne? Man sagt das dann, er steht so richtig, Muster. Er steht immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Fleck, aber es ist ja auch eine Qualität. Es ist eine Qualität, aber wenn man darüber hinausschaut, er ist nie wirklich so richtig eingebunden. Ich finde, er verhaspelt sich viel und vertribbelt sich viel. Und auch hier eigentlich wäre super viel Potenzial noch da, aber ich bin mir nicht sicher, ob er das in dem Kader ausleben kann, ehrlich gesagt. Es wirkt manchmal ein bisschen unglücklich, hat man schon das Gefühl, das stimmt. Ja. Also da gebe ich dir recht. Mir schwebt halt so eine Laie vielleicht nach Nürnberg oder so vor. Ich glaube, das könnte ihm ganz gut tun, bei so einem Verein zu spielen, die dann auch sehr auf Konter setzen. Und vielleicht ist er da einfach besser aufgehoben, hat auch nicht ganz so diesen Druck, dass wenn er einen Fehler macht, er sofort wieder draußen wäre aus der Mannschaft, weil selbst wenn Korkut ihm hier eine Chance bei irgendeinem Spiel von Anfang an gibt, er muss ja fast schon überperformen, um sich so einen Platz jetzt hier schnappen zu können im aktuellen Gebilde. Also das wird für ihn ganz, ganz schwer, selbst mit guten Leistungen an diversen Spielern vorbeizukommen. Also ich gebe dir da recht, ist sehr, sehr schade. Aber ich möchte mal ganz kurz jetzt zum Schluss hier unseren die zusammengestellte Stammelf zusammentragen und dann noch eine wichtige Frage dazu stellen. Also Tor ist ja klar, haben wir ausgelassen, weil es ja, da gibt's ja nichts zu besprechen. Zieler ist da sicher im Sattel. Dann hinten gehen wir davon aus, dass Beck, Pavard, Baumgartl, Badstuber, da wissen wir es noch nicht hundertprozentig. irgendjemand. Das ist so schlimm. Irgendjemand von den dreien wird da spielen, da können wir uns festlegen. Und Insua auf der linken Seite zum Einsatz kommt, dann haben wir Tommy über die linke Mittelfeldseite, Askasiba als klassische 6, Castro dann eher so als 8. Und auf der rechten Seite gibt es so ein paar Optionen, aber wir haben uns mal auf Christian Gentner festgelegt und vorne dann Gomez, Didavi wird dann der, eine klassische 10 wird er auch nicht spielen, aber er wird halt so der Denker und Lenker hinter Mario Gomez wahrscheinlich werden. Jetzt kommt aber eine wichtige Frage, die ich dir schon vor Minuten stellen wollte und dann aber völlig vergessen habe. Und zwar, was ich mich natürlich noch frage, ist, wie sieht das Spiel eigentlich vom VfB aus in der neuen Saison? Glaubst du, dass es wieder so eine eher defensive Ausrichtung ist? Erstmal auf Sicherheit spielen und dann eben das ganz, ganz schnelle Umschaltspiel und dann machen wir irgendwie da vorne ein Tor, gewinnen die Spiele knapp und dann kommt der berühmte Satz vom Vertikalpass, wir parken hinten den Bus. Oder glaubst du, dass es etwas attraktiver wird, weil Taifun Korkut ja bei seinen vorhergehenden Stationen schon eher etwas attraktiveren Fußball spielen lassen hat. Beim VfB war vielleicht nicht das Spielermaterial da in der Rückrunde, das sieht ja jetzt auch ein bisschen anders aus. Und ich sag noch was dazu, ich kann mir auch vorstellen, dass viele Mannschaften jetzt nicht mehr ganz so, ich sag mal, optimistisch gegen den VfB Stuttgart ins Spiel gehen werden und dann eher sagen, kommt ihr mal. Und da habe ich ja so ein bisschen meine Bedenken. Der VfB mit Ball macht mir große Sorgen. Der VfB ohne Ball, da fühle ich mich ein bisschen wohler. Aber ob wir in die Situation kommen, da mache ich noch ein großes Fragezeichen. Also was glaubst du, werden wir eher offensiver agieren als in der Rückrunde oder dann doch so defensiv wie eben dann zuletzt? Ich sag mal so, also es muss eigentlich attraktiver werden. Also was heißt attraktiver? Es muss mehr agieren werden, anstatt reagieren zwangsläufig, auch wenn das jetzt, man kann sagen, die Bundesliga ist ja nur reagieren, ne? Aber es ist, du kannst halt nicht ewig so weitermachen wie letzte Rückrunde. Es ist halt so, es hat irgendwann, werden sich die Gegner auf dich einstellen
Und das Das Glück ist wird jetzt dich irgendwie ein verlassen. Klischee, genau, und das Glück, das man hatte, es ist ein bisschen ein Klischee, aber ich glaube, es ist halt einfach so. Also, das wissen sicherlich, weiß sicherlich auch Korkut. Also, wenn man dann immer hört, ja, er kann ja nur ein System und er spielt nur eine Sache, das ist ihm klar, dass das nicht ewig nur mit einer Sache funktioniert. Das weiß er sicherlich. Und da wird man auch die richtigen Schalter versuchen zu drehen, auf jeden Fall. Ich denke, dass man weiter auf jeden Fall, es wäre ja auch dumm, wenn man es nicht tut, weiter auf diese Stabilität von letzter Saison aufbaut, weil das hast du und du hast im Prinzip keine Stütze verloren. Es gibt nicht wirklich einen Grund, warum das die Abwehr schlechter werden sollte. Normal, Eigentlich. ja, sehe ich auch so. Außer Und eben das, dann. was du von angesprochen hast, wenn ein junger Spieler nach so einem unglaublichen Erfolg wie ein Weltmeistertitel zurückkommt, vielleicht schon die Millionen ja, im Kopf hat von anderen Clubs, sich schon ein bisschen mit dem Abschied beschäftigt, dann kann natürlich das Pech dazu kommen, dass so ein Bad Stuber sich verletzt, ein Kempf vielleicht noch länger braucht, um seine Verletzung wieder rauszulaufen, möchte ich mal so sagen. Und du bist dann auf einmal doch auf Kaminski und Baumgartel hinten angewiesen und hast deine Zweitliga-Verteidigung, Innenverteidigung wieder auf dem Platz. Da kann das natürlich auch wieder anders aussehen. Es geht Ja, natürlich schnell. wobei, da muss man sagen, guck mal, wie viele Ja. Eventualitäten du aufgezählt Ja, hast. das Und stimmt dann schon. haben wir immer noch eine relativ stabile Innenverteidigung. Aber Also das ist schon. ich bin VfB-Fan, das bedeutet, man geht immer vom Schlimmsten aus. Das ist auch richtig so. Das ist auch richtig so. Sonst endet alles im Tal der Tränen. Ja, wenn ich jetzt sagen würde, nee, das wird was, hinten immer zu null, 20 Gegentore und vorne jetzt mit González, Gomez und Didavi, da machen wir locker die 60 Buden voll. Das schaffen Ja. wir, dann lachen mich ja alle aus. Ja, also man, wie gesagt, rein realistisch gesehen, auch ein bisschen distanziert von dem Auf und Ab als VfB-Fan über die Jahre. Eigentlich sollte es nicht wirklich viele Gründe geben, sich defensiv groß zu verschlechtern oder schlechter zu stehen. Klar, das kommt immer ein bisschen drauf an. Und dann, ja, offensiv, es ist schwierig, sowas vorherzusagen irgendwie. Ich bin jetzt auch nicht so jemand, der irgendwie jetzt totalen Feinheiten taktisch hier so wirklich identifizieren kann. Weil man noch Ich nicht so glaube richtig halt. weiß, ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, wie die Gegner auf einmal mit dem VfB, mit dem neuen VfB umgehen. Ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil du halt gegen Mannschaften gespielt hast, Teil von Kurko hat gegen Mannschaften gespielt, die bereit waren, dann auch mal Risiken einzugehen gegen Stuttgart, weil es vielleicht dann wichtig war, sei es jetzt, weil es um den Abstieg ging oder um Europa oder so. Aber zu Beginn der Saison wird es, denke ich mal, noch nicht so sein. Da wird man sich wahrscheinlich eher erstmal so ein bisschen im Denken, ihr, macht doch ihr mal. Ja, ihr seid doch jetzt der große VfB, der Millionen investiert hat und in 3 Jahren in der Champions League am liebsten im Halbfinale stehen wollen würdet. Das macht mir halt so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich habe wirklich weiterhin das Gefühl, dass diese Mannschaft, der VfB, auch wie sie hier zusammengestellt ist, zwar eine gewisse Qualität hat, aber am stärksten immer noch ohne Ball ist. Sprich, dieses klassische Umschaltspiel, weil da sehe ich die größten Stärken. Ich habe halt die Spiele gesehen gegen unterklassige Mannschaften. Da standen sie dann sehr hoch, haben versucht, Druck zu machen und sind eigentlich dann bei Kontern fast immer machtlos gewesen und haben da die Kisten kassiert. Grüße nach Illertissen. Gegen Illertissen kann man mal verlieren. War doch ein Unentschieden, ja. Also da müssen wir schon genau bleiben. Gut. Eine gefühlte Niederlage. Das Nee, stimmt. aber Tiefpunkt. ja, es ist nicht so leicht. Ich finde, es wird halt auch viel darauf ankommen, wie sich einige der Einzelspieler, die wir jetzt dazu gewonnen haben, wie sich die hier einleben und wie sich das entwickelt. Gerade wenn man jetzt denkt, Castro soll ja dieses spielerische Element aus dem Zentrum darstellen. Wird sich zeigen, ob er das kann. Also, wir hatten letztes Jahr war das ja immer so die Sache, ja, Askasiba, ne, der kann da, der spielt seine Rolle perfekt eigentlich fast. Er räumt alles ab und holt sich Szenenapplaus. Und da weiß man, Defensiv was man top, hat. Aber ja. du hast, genau, aber du hast halt daneben, hast du dann immer gedacht, ah, wir brauchen jemanden, so den typischen Passgeber. Und da die Rolle muss jetzt halt Castro einnehmen und das wird sich, also aller Voraussicht nach, und das wird sicherlich auch ja, ein ziemlich essentieller Teil davon sein, je nachdem, wie er hier ankommt. Also ich denke mal, er ist jetzt auch nicht ohne Kritiker. Also du hörst ja oft aus Leverkusen oder aus Dortmund, ja,
er spielt immer dann gut, wenn die Mannschaft gut spielt, und er taucht immer dann unter, wenn die Mannschaft nicht so gut ist. Ja, ja. Kann man jetzt positiv, negativ sehen, ich weiß es nicht. Es liegt vielleicht dann auch an den Erwartungen, die dann ja in Dortmund einfach auch vielleicht andere sind als in Stuttgart. Kann natürlich auch sein. Da erwartest du ja auch eine gewisse Offensivstärke und eine Qualität, was den Umgang mit dem Ball angeht. Hier bin ich, in Stuttgart bin ich einfach mal froh, wenn ein Spieler den Ball wegdrischt. Ja, das reicht mir dann manchmal schon in diversen Situationen. Also ich bin optimistisch, was Castro angeht, aber das, was du sagst, habe ich auch gehört. Also dass er einfach jetzt nicht der Spieler ist, der ein Spiel an sich reißt, sondern ja, im Endeffekt genau, was du gesagt hast. Er glänzt, wenn es läuft, und wenn es nicht so läuft, dann sage ich jetzt nicht unbedingt, dass er untergeht, aber er ist halt eben nicht der, der das Spiel umstößt. Ja, so kann man sagen. Legen wir uns darauf fest, wo landet der VfB? Also ich will jetzt keine genaue Platzierung, das ist, denke ich mal, alles so eng, dass man sich, glaube ich, da nicht auf den Platz festlegen muss. Aber glaubst du, dass es eher gegen den Abstieg geht, oder siehst du den VfB eher Richtung Europa, oder wird es dann wirklich die fast schon ersehnte langweilige Saison irgendwo im Mittelfeld? Naja, es ist alles irgendwie in der Bundesliga eher relativ, weil wenn du überlegst, irgendwie von Platz 4 oder 5 bis 17 oder 18 von mir aus, es ist halt alles so eng, und es alles kann alles drin. So... Genau, und dann musst du dir mal überlegen, irgendwie so, wenn du die natürliche Entwicklung, jetzt hast du diese Euphorie und du denkst, boah, wir sind eigentlich auf einigen Positionen jetzt echt stärker, und dann würdest du dir denken, ja, eigentlich müsste man jetzt ein, zwei Schritte vorankommen, und dann schaust du dir aber die Tabelle von letztem Jahr an, und dann merkst du, was, wir waren Siebter, ne? Ja. Und dann denkst du dir, ja, aber eigentlich geht da ja gar nicht mehr so viel nach oben. Ne? Und wer auch noch hinter uns stand, muss man noch mit einbeziehen. Also es sind ja ein paar Vereine, die gerade wie Gladbach und auch Wolfsburg, kann man sagen, wie man will, aber das sind Vereine, die sich ja eher, denke ich mal, vor dem VfB Stuttgart wähnen. Ja, also es ist wirklich schwierig. Ich denke mal, es ist auch wirklich schwierig, das so klar abzutrennen, weil man würde ja jetzt sagen, im Nachhinein, wenn du jetzt jemand Fremdem die Tabelle vom letzten Jahr, die Schlusstabelle gibt's, dann sagt er, ja, Tabellen siebter, erfolgreiche Saison als Aufsteiger der VfB, wow. Aber dann, wenn du es einem Fan zurückerzählen lässt, ja, dann hast du da zwischendrin trotzdem kritische Phasen und Abstiegskampf. Bis und März haben wir gezittert. Genau, ich würde jetzt im Nachhinein, wenn ich rein aus meiner Gefühlslage sprechen würde, würde ich das jetzt nicht als beruhigte Saison irgendwie im ruhigen Mittelfeld finalisieren, aber letztendlich war es ein Rang 7, also das ist fast Europa League, was dem irgendwie gar nicht entspricht, und drum denke ich, für diese Saison, es ist so schwierig, sich festzulegen, wenn ich würde ungefähr einen gleichbleibenden Rang anstreben im Moment. Also das Ding ist für mich, eine ganz entscheidende Phase wird halt wirklich wieder dieser Herbst sein. Also natürlich jetzt nicht nur, weil wir da die Trainer immer entlassen. Jetzt, letztes Jahr war es nicht so, oder dieses Jahr letzten Endes war es nicht so. Aber es ist, glaube ich, wirklich so, wenn es zu Beginn hakt und man nicht so richtig weiß, an was liegt's jetzt eigentlich. Also es funktioniert halt einfach nicht. Korkut erreicht die Spieler nicht mehr. Das ist ja das, was ich auch so ein bisschen mit Spannung beobachte. Bislang funktioniert Korkut, weil das, was er vorgibt, dann ja Erfolg umgemünzt wird. Und dann hat ein Trainer letzten Endes immer recht und kommt nicht in die Situation, sich was Neues einfallen lassen zu müssen. Hannes Wolf ging es dann vielleicht so, dass man ihn nicht mehr ganz so vertraut hat in der Kabine, weil er halt einfach die Erfolge mit seinen Maßnahmen nicht zustande kamen. Das wird interessant sein, wenn Taifun Korkut einen schwierigen Start hat. Ja, Mainz ist nicht einfach auswärts, dann die Bayern. Ich meine, klar, wir können darauf hoffen, dass die noch nicht hundertprozentig eingespielt sind, aber realistisch betrachtet wird das ein Spiel, da kann man unentschieden dann fast wie einen Sieg feiern, und das wird schon schwer genug. Dann in Freiburg, auch bei den Freiburgern, die kommen mit einer ganz neuen Mannschaft, die sind also zu Hause auch nicht so schlecht, also das wird auch kein Selbstläufer. Und wenn du aus diesen ersten drei Spielen, sag ich mal, nur mit einem oder zwei Punkte dastehst, wird es hier in Stuttgart auf jeden Fall, also ich sage jetzt nicht, dass da jetzt über den Trainer diskutiert wird, aber es wird auf jeden Fall schon mal so als leichter Fehlstart interpretiert, und du musst gegen Düsseldorf abliefern. Jetzt gehen wir mal weiter, und gegen Düsseldorf holen wir nun Unentschieden, was durchaus möglich ist, weil es ist halt ein Aufsteiger, der sich hinten reinstellen wird und auf Konter lauern wird. Also das ist für mich nicht völlig absurd, dass da jetzt vielleicht nicht die drei Punkte eingefahren werden. Dann kommst du als nächstes dann auf einmal nach Leipzig, ja, auch wieder ein sehr ambitionierter Gegner. Und weißt du, auf was ich hinaus will? Es kann halt ganz schnell in diese Richtung gehen, dass man auf einmal dasteht und nach dem fünften Spieltag vielleicht nur, sag mal, 5 Punkte hat oder so. Und das wäre
fast schon eine kleine Enttäuschung, möchte ich mal so sagen, nach der Rückrunde und nach der Euphorie, die jetzt hier in der Vorbereitung herrschte. Also ich glaube, dass Stuttgart schon den Anspruch haben muss, gegen Mainz und auch gegen Freiburg zu gewinnen, auch wenn es auswärts ist. Aber das sind Mannschaften, die wir eigentlich besiegen müssen, und zu Hause gegen Düsseldorf sollten wir auch nicht verlieren. Was ich jetzt damit sagen will, ist, es kann letzten Endes auch in genau andere Richtung gehen, da bin ich wieder bei dir. Und ich sag mal so, ich glaube, dass wir immer mal wieder so eine Phase haben werden, wo wir denken, oh Mensch, jetzt dürfte es nicht viel schlechter werden, sonst rutscht man vielleicht doch noch unten rein. Aber im Großen und Ganzen werden wir uns wahrscheinlich mit einer etwas langweiligen Saison abfinden müssen. Es wird mal so Ausschläge geben nach oben, da wird die Euphorie steigen, und es wird dann auch wieder so Phasen geben, wo man hinterfragt, ob das jetzt alles so richtig ist, was Taifun Korkut aufstellt. Ich denke mal, da wird alles mit dabei sein, und am Ende wird es irgendwie Platz 10, 9, 11, irgendwo so um den Dreh rum, vermute ich. Es wird auf jeden Fall, der Start wird auf jeden Fall spannend, weil du hast, wenn du dich jetzt umhörst, irgendwie in anderen, unter Fans von anderen Bundesligisten, du hörst dann immer so, interessante Transfers und schön. Und dann hast du aber diesen großen Korkut-X-Faktor, weil irgendwie jeder davon ausgeht, dass der VfB so in diesen natürlichen Rhythmus kommt und Korkut jetzt halt nur diese mega bombastische Rückrunde hatte. Ja. Und dann wird der Saisonstart jetzt nichts und er fliegt nach 7, 8 Spieltagen. Das ist so, wenn du jetzt so 100 Leute fragst, 60% halten das für die wahrscheinlichste Variante. Weil es ist halt, ist natürlich Klischee, und es ist auch nicht immer so, aber es ist halt so ein bisschen dieses Werder Bremen-Konzept, wo du dann auch immer diese Rückrundentrainer hast, und dann gehen die voller Hype in die neue Saison, und dann wird's nichts. Ja, aber da will ich mal von dir wissen, was glaubst du, an was liegt das? Ist das wirklich nur, dass die Spieler dem Trainer letzten Endes nicht mehr vertrauen? Also ist es am Ende nur die reine Kopfsache? Weil darauf muss man es ja letzten Endes reduzieren. Es ist ja nicht so, dass die Spieler innerhalb von 2 Wochen besser werden oder schlechter, oder von mir aus innerhalb von 2 Monaten. Es kann ja dann nur daran liegen, dass der Trainer mit seinen Vorgaben nicht mehr die Spieler erreicht. Ja, das auf jeden Fall. Ich denke mal, es gibt halt sicherlich Trainer. Ich will da jetzt keinen direkt in die Ecke stellen. Grüße an Bruno Labbadia. Die irgendwie diese Motivatorenrolle scheinbar gut können, und dann können die über kurze Zeiträume wirklich effizient ein bereits bestehendes Team an ihr Maximum bringen. Mhm. Aber ob sie dann halt wirklich langfristig auch was aufbauen können, das ist halt immer die Frage. Und das wissen wir bei Taifun Korkut halt auch wirklich überhaupt noch nicht, weil er die Chance jetzt, ich weiß nicht, in Hannover hatte er die vielleicht zum Teil, aber hier wird er sie eigentlich zum ersten Mal haben, und da wird jetzt ganz klar die Scheinwerfer auf ihm stehen. Ich denke mal, er hat einen relativ großen Vertrauensvorschuss. Ob das jetzt gerechtfertigt ist, sei mal dahingestellt. Ich glaube, dass Michael Reschke ihm eher an der langen Leine laufen lässt, jetzt zum Beginn. Also ich denke nicht, dass es da irgendwelche Kurzschlusshandlungen gibt, dass wir jetzt schon nach 5, 6 Spieltagen einen neuen Trainer suchen, weil wir irgendwie 2 Punkte haben. Ich glaube, er wird auch länger dran festhalten, weil er ist halt irgendwie, Taifun Korkut ist Reschkes Trainer, Punkt. Das ist seine Aktie, das hat er unter Kritik von allen anderen durchgezogen. Da wird ein ordentlicher Vertrauensvorschuss da sein. Für Korkut geht es eigentlich jetzt erst so richtig los. Also er hatte, als er gekommen ist, nichts zu verlieren, auch wenn es da diesen riesen Shitstorm gab. Man muss aber immer wieder dazu sagen, es ging nicht unbedingt gegen Taifun Korkut, sondern eher wie zum einen mit Hannes Wolf umgegangen wurde, und natürlich auch ansonsten, wie sich ein Wolfgang Dietrich und auch ein Michael Reschke bis zu diesem Zeitpunkt präsentiert haben, war nicht unbedingt allzu erfreulich. Aber ich habe das Gefühl, wirklich im Nachhinein muss man sagen, es war für ihn ja fast schon leicht, weil jeder hat ja den Misserfolg erwartet und er konnte nur gewinnen. Jetzt ist es fast schon andersrum. Jetzt erwartet man schon so ein Stück weit was. Und ich bin ganz ehrlich, ich persönlich sage weiterhin, ich will einfach nur so schnell wie möglich 40 Punkte haben. Aber wenn ich den Kader sehe und wenn ich die Leistung so auch bei den Testspielen sehe, dann habe ich Bock auf Erfolg. Nur ich weiß halt nicht, ob mein Wunsch nach diesem Erfolg ein bisschen zu verfrüht kommt und ob ich nicht selber dann derjenige bin, der Druck ausübt, der hier noch nicht angebracht ist. Also natürlich wird jetzt nicht unbedingt ein Christian Gentner da sitzen und sich denken, Mensch, der Ricky, der will Erfolg, ey. Du weißt es nicht. Man weiß es nie, ja. Grüße an den Chiemsee an dieser Stelle. Also ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob ich da nicht selber mich ein bisschen anstecken lasse von so einer Euphorie, die eigentlich noch nicht angebracht ist. Denn ich habe es ja auch mal in meiner Rückschau gesagt, es war schon so viel Glück dabei bei dieser Rückrunde. Es hätte auch wirklich ganz anders laufen können. Hätte, Fahrradkette, ist schon klar. Aber
es war jetzt halt eben nicht so, wir sind von Sieg zu Sieg geeiert und haben einfach die Gegner in Grund und Boden gespielt. Es war verdient am Ende, mal mehr, mal weniger. Du musst die Spiele dann auch erstmal über die Zeit bringen, gar keine Frage. Aber es war halt irgendwie nicht so, dass wir regelmäßig die Gegner mit 3-0 nach Hause geschickt haben. Und das sollte vielleicht dazu führen, dass man wirklich sagt, Jungs, 40 Punkte und wenn wir die am, was ist der frühestmögliche Zeitpunkt, wenn wir die irgendwie am relativ früh zu Beginn der Rückrunde gesammelt haben, dann bin ich zufrieden und dann gucken wir, wie es weitergeht. Aber ich, ja. Ja. So ja, als Fan habe ich da auch überhaupt keine anderen Erwartungen. Also so geht's mir. Ich bin immer noch in derselben Mentalität wie vor, wie die letzten 5-6 Jahre immer. Komm, 40 Punkte und dann machen wir Feierabend. Lasst uns nicht leiden. Aber es ist schon wirklich so, also man will sich ja nicht, eigentlich traut man sich's gar nicht, aber eigentlich muss man schon langsam ein bisschen, ja, kann man sich fast trauen, nach oben zu schielen. Ein kleines bisschen so Erwartungshaltung mäßig. Weil man muss sich ja auch nicht immer zu klein machen. Ja, auch mein guter Freund, wenn man zu tendiert. Ja. Der Pocho, mit dem ich einen anderen Podcast aufnehme, der meinte neulich, ich verstehe gar nicht, also er hat gesagt, er geht davon aus, dass Stuttgart irgendwo Platz 3 bis 5 belegen kann. Habe ich natürlich gesagt, genau wie du reagiert, gelacht. Dann sagt er, bleib mal auf dem Teppich. Der so, nee, ich verstehe gar nicht, warum ihr das nicht sagt. Guck mal euren Kader an, Qualität hin und her. Und er versteht nicht, warum man da immer mit so einem Understatement rangeht. Aber es liegt natürlich auch ein Stück weit daran, dass wir hier gebrannte Kinder sind in Stuttgart. Ja, also genau. Wir haben halt oft schon Erwartungen gehabt an den Verein, an die Mannschaft, die dann, Zorniger ist das beste Beispiel, halt überhaupt nicht eingetreten sind, sondern genau das Gegenteil letzten Endes. Ja. Und deswegen möchte man halt einfach nicht wieder sich in so eine Euphorie begeben, die dann nach 5 Spieltagen auf dem letzten Tabellenplatz ein jähes Ende findet. Also ich denke auch, Understatement ist besser, wir können immer noch unsere Ziele nach oben korrigieren. Jetzt lass uns erstmal 40 Punkte erreichen. Und ja, ich denke mal, damit ist unsere Prognose hier vollständig. Wir haben den Kader so ein bisschen analysiert, indem wir darüber gesprochen haben, wen wir aufstellen würden. Wir haben letzten Endes uns festgelegt, dass wir irgendwo im Mittelfeld landen werden, zwischen Platz 7 und 12, sage ich jetzt einfach mal so. Für dich spreche ich damit. Und das soll sie hier gewesen sein, diese kleine Prognose. Jojo, es hat mir viel Spaß gemacht. Genau so habe ich es mir vorgestellt, dass ich mit dir fachsimpeln kann über die Aufstellung. Vielleicht können wir das nochmal irgendwann fortsetzen, wenn es vielleicht auch konkretere Einblicke gibt ins System Korkut, wie ich es nennen möchte. Ich empfehle jedem Zuhörer, dir auf Twitter zu folgen, @jojo.meier, Meier mit AI. Unterstrich, shit. Ja, oh. Ist auch ein Unterstrich. Es ist einfach nur ein kurzer Unterstrich, den ich hier gemalt habe. Deswegen ist es bei mir als Punkt angekommen. Ja, zum Optiker muss ich aufpassen nochmal. Gut, also vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Schaut bei Twitter vorbei. @jojo_meier. Und ja, eine kleine Frage noch. Bist du am Samstag im Stadion? Am Sonntag ist es, ne? Ja, am Sonntag bin ich da. Ja. Oh shit, es ist tatsächlich am Sonntag. Wäre es am Samstag, hätte ich vorbeigucken können, denn meine Sommerpause... Einmal zu viel am Neckarstadion macht auch nichts. Kann man immer gehen. Museumshügel, da geht's richtig ab, könnt ihr Namen suchen. Und es gibt auch diese Sonderausstellung in der Mercedes-Benz-Museum. Denke ich mal, ist auch ganz interessant. Es wird Zeit, dass wieder Fußball ist. Absolut. Also, man hat am Anfang von der Vorbereitung immer so, ja, jetzt Testspiele, cool, aber dann, das klingt schon schnell ab, jetzt wird es Zeit, Pflichtspiele, auf geht's. So sehe ich es auch. Also Rostock, ich fiebere Rostock entgegen und es wird vor dem Hansa-Rostock-Spiel hier auch keinen neuen Podcast von mir geben, weil ich jetzt, wie gesagt, in so eine kleine Sommerpause gehe, seht mir das nach. Der Podcast wird nicht beendet, er pausiert nur und ich hoffe, dass ich vor dem Rostock-Spiel eine neue Folge aufnehmen kann. Kann aber auch sein, dass es erst vor dem ersten Bundesligaspieltag gegen Mainz der Fall sein wird. Also haltet mir die Stange, schaut vielleicht auch mal bei iTunes vorbei und vergebt eine nett gemeinte 5-Sterne-Bewertung. Und ich kann mich nur nochmal bedanken bei dir, Jojo. Danke für deine Zeit. 40 Minuten waren ausgemacht. Am Ende wurden es dann doch ein bisschen mehr. Aber vielen Dank dafür. Das stimmt. Und ich verabschiede dich in eine wahrscheinlich heiße Nacht. Bis dahin. Tschüss. Oh ja. Tschüss.